Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Lufia. Wir sind in der letzten Folge, nachdem wir uns ein unterwasserfähiges Schiff organisiert haben, beziehungsweise unser bestehendes Schiff haben umbauen und upgraden lassen. Da haben wir es nämlich Exerion oder wie das hieß. Sind wir tatsächlich imstande gewesen, den Rachetempel zu betreten und sind beim letzten Mal schon gut vorangekommen, haben einen ersten Blick hier reingeworfen, den einen oder anderen neuen Gegner kennengelernt und so weiter und so fort. Oh, ich glaube, da wäre jetzt ein Kampfvorteil drin gewesen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich bin am Überlegen, oder war gerade kurz am Überlegen, ob ich mal flüchten sollte. Habe mich jetzt aber dagegen entschieden, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Flucht jetzt hier gelingen würde. Und dann hätte ich wieder eine Runde in den Sand gesetzt, wo die mich attackieren und ja, ich dann hier im Kampf irgendwie feststecke. Muss jetzt nur auch nicht sein. So, auf jeden Fall haben wir beim letzten Mal festgestellt, dass auch hier viele Gegner gegen Donner empfindlich sind. Das hat hier nicht so die Durchschlagskraft, wie das im Weihetempel noch der Fall gewesen ist, aber es hilft an vielen Stellen und wird uns hoffentlich unser Überleben hier ebenfalls sichern. So, wollen wir jetzt Experimente eingehen oder wollen wir das nicht tun? Ich bin jetzt einfach mal dagegen. Wir könnten noch mit Nodaba versuchen zu arbeiten, aber ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich weiß nicht, was die grünen Drachen links und rechts können. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, ob wir die schon mal gesehen haben im Let's Play. Kann nämlich sein, dass als wir draußen auf der Weltkarte rumgekrauchelt sind, als ich das erste Mal in der Nähe von Baleara meine Runden gedreht habe, dass wir da schon solche Viecher getroffen haben, aber wissen tue ich es nicht mehr, leider. Aber das ging doch nochmal gut aus. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich mich einfach stärker darauf konzentrieren, da einen Kampfvorteil auch rauszuholen. Das sind diese Viecher, die Nachfolger vom Nervendolch, dieser Hadesschädel. Also beide Gegner haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Was waren da nochmal am besten? Ich glaube, das war auch Donner. Wobei, ich wollte auch mal Phönix probieren. Ich glaube, ich benutze dafür jetzt einfach mal Atea. Und schau mir an, was da so bei rumkommt. So ganz langsam kommt sie nämlich auch in Levelgefilde, wo sie sich uns zumindest ein bisschen annähert. Der Hadesschädel hat keinen Schaden durch Blitz davon getragen. Okay, das ist krass. Ja, der scheint aber feuerempfindlich zu sein. Bei diesen untoten Viechern hat beim letzten Mal aber auch, wow, Nodderbar einen ganz guten Dienst geleistet. Ich habe halt nur das Problem bei Atea, dass sie keinen Sogzauber hat, was ja, das Thema MP-Befüllung ein bisschen schwer macht. Zumal ich davon ausgehe, dass wir hier nach langer Zeit mal wieder einen Boss auch zu sehen bekommen. Denn in den letzten Dungeons sind wir, meine ich, komplett ohne Boss jeweils rausgegangen. Aber wisst ihr was, ich werde jetzt hier mal ein bisschen meine Zornattacken zum Einsatz bringen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Trifft alle Gegner besonders wirksam bei starken Gegnern. Ich versuche es mal mit Atlantis. Ne, nicht Zauber. Was mache ich denn? Und hier Donnerschlag. Was war Ninja nochmal? Trifft einen Gegner. Warte. Ich wollte nochmal gucken. Das ist 1,5 mal stärker. Atlantis hat die dreifache Wirkung. Mal gucken. So, was mache ich jetzt mit denen? Soll ich ja auch mal was anderes probieren? Ich werde jetzt mal Rostfee versuchen. Einfach so. Und bei denen, wenn ich gerade schon mal in der Probierphase bin, können wir mal gucken, was Phönix so leistet. Ey, komm, dann haben wir jetzt mit jedem Schachzug voll den Spannungseffekt. Okay. War das jetzt mehr oder weniger als bei Donner? Ich glaube, das war relativ nah dran. Ja, boah, das ist echt schwer. Ich habe das Gefühl, dass bei denen jeder Zauber irgendwie gleich effektiv ist. Okay, die haben auf jeden Fall ordentlich reingehauen. Aber gut, der Angriff von Maxim hat auch ordentlich Zornpunkte gekostet, muss man dazu sagen. Mal gucken, ob wir die bis zum Ende des Dungeons wieder aufgefüllt bekommen. Aber das wird schon. Das wird schon. Die Gegner lassen sich ja hier auch nicht lumpen, ne? Wenn die einmal zum Angriff kommen, dann haut das auch schon ordentlich rein. Aber wir generieren hier auch super Level-Ups. Also ich bin guter Dinge. Ich habe auch voll Bock auf den Boss wieder mal. Die sind neu. Ich mag diese Samurai-Gegner irgendwie nicht. Ich glaube, die wollten mir gerade noch mal zeigen, warum eigentlich nicht Chaoskrieger.
Das ist jetzt die nächste Stufe, aber ich meine, die letzte Ausführung von diesen Dingern, die sah genauso aus, also so von der Farbgebung her. Kann mich jetzt natürlich auch täuschen. Ach, guck mal, sie hat auch Atlantis. Oder Emma Atlantis auch mit ihr raushauen. Nein, jetzt habe ich es auch den Schwächsten gemacht. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Samurai dabei ist, aber guck mal, das belegt meine Theorie, dass die voll gleich aussehen. Finde ich blöd. Finde ich volle Möhre blöd. Ah, toll. Hätte ich wenigstens auf den Starken. Ach, egal. Das ist egal. Haben wir für einen möglichen Boss dann leicht erhöhten Schwierigkeitsgrad, weil ich meine Zornpunkte hier so sinnlos verballere. So, ein Level noch. Dann kommt Ottochen raus. Und dann kommt jemand Neues rein. Das verspricht interessant zu werden. Wir haben jetzt 3 Treppen insgesamt. 3. Die uns nach unten bringen, theoretisch und praktisch. So, warte mal, dich würde ich gerne hinterrücks angreifen. Nein, ja, ausgerechnet jetzt musst du dich porten. So, so darfst du gerne stehen bleiben, so aber nicht. Ich meine eigentlich das andere so, aber egal. So, dann werden wir mal hier einmal Feuer und ich glaube irgendwie, ich mache jetzt ja auch Nodderbar. Wir haben ein paar Zaubertränke, wenn es hart auf hart kommt. Dann kann Atea davon profitieren. Und ganz ehrlich, selbst wenn wir keine MP haben, wir kriegen uns irgendwie durchgeschnetzelt durch die Gegner rein. Bin ich überzeugt von. Ich werde jetzt ab dem nächsten Kampf auch wieder anfangen, ein paar Kämpfe rauszuschnibbeln. Boah, guck mal, Evie Nodderbar einfach mehr Damage macht als Selans Donner. Wobei, ich glaube, beim nächsten Mal werde ich gegen die Viecher mal Phönix ausprobieren. Gegen die. Ja, raste halt total aus. Ey, über 3000 Schaden an unserem heiligen Kapselmonster, ey. Du bist wirklich von der ganz unheiligen Sorte. Okay, warte mal, wir haben jetzt hier zig Wege, die alle nach unten führen. Außer der eine, der uns jetzt theoretisch nach oben bringen würde. Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich würde eigentlich die Abweichlertreppe jetzt als erstes mal tatsächlich sogar probieren. Ich meine, wir sind ja in keinem Turm. Oh, das ist voll gemein. Das ist voll gemein. Das sieht alles so richtig aus. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, wie viele Treppen mich nach unten führen. Komme ich jetzt an dem vorbei, ohne den zu bekämpfen? Das sieht gut aus. Bei denen wird es, glaube ich, ein bisschen ätzend. Ja. So, ich würde eigentlich gar nicht diesen Schritt runtergehen, aber egal. Oh, was ist denn hier los? Aha. Okay, haben wir hier keine Wand oder... Also kein Schildchen. So, was passiert, wenn ich das jetzt hier dingse? Hä? Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, was das Spiel von mir will, aber wir können ja mal ein bisschen rumprobieren. Schalter auf blau. Ich schieb die blauen hin. Ich habe so eine Vermutung, was das Problem sein könnte. Warte mal. Ich mach mal kurz so. Und mach den hier. Hä? Habe ich jetzt das Rätsel einfach kapiert oder war das super easy going? Weil ich dachte, wenn ich das jetzt hier nicht aufstellen würde, dass dann die anderen wieder nach oben gehen. Ich weiß nicht, ob das eine das andere jetzt unterbunden hat. Wahrscheinlich kann mir eh gerade wieder keiner folgen. Gut, wir haben eine Treppe nach oben. So, jetzt mal wieder ein bisschen Struktur in den Kopf reinbringen. Hallo? Euch möchte ich eigentlich jetzt nicht nochmal bekämpfen. Ich meine, hier ist kein Gegner so geil, als dass ich den jetzt jedes Mal, wenn der respawnt, neu umlegen müsste. Die werden schon wieder ihre Lücken finden, wo sie Überraschungsangriffe landen können. Da bin ich der festen Überzeugung. Aber bitte, das soll nicht zum Normalfall werden, sondern die Ausnahme bleiben. So, wie geht das jetzt hier, dass sich die Wand verschiebt? Keine Ahnung, welchem Prinzip das folgt, aber die Tür weiß ich noch, wie sie aufgeht. So, und jetzt drücken wir mir mal bitte alle die Daumen. Dass die Treppen nach unten. Die hier kennen wir schon, genau. Das ist der fette Gegnerraum vom letzten Mal. Aber es gab hier, glaube ich, noch eine Treppe runter, die ich beim letzten Mal gekonnt ignoriert habe. Also bewusst ignoriert habe. Ich habe sie nicht übersehen. Ich habe sie, wie gesagt, bewusst ignoriert. Ja, die sieht... Oh, da ist irgendein neuer Gegner.
Eigentlich würde ich den neueren Gegner gerne als letztes bekämpfen. Das scheint mir gelungen zu sein, jawohl. Das hat jetzt eine Weile gedauert, weil die immer wieder neue Verstärkung gerufen haben, aber Ende gut, alles gut. So, und jetzt widmen wir uns diesem Herrn. Hier sieht auf jeden Fall von außen schon mal ziemlich cool aus. Hadeswagen, okay. Warum muss ich jetzt an Dark Souls 2 denken? Wer es gespielt hat und es kennt, der wird wissen, warum. So, ich versuch's mal wieder mit Donner, mit dem heißgeliebten Donnerzauber, der einfach der beste Allrounder der letzten Folge war. Und mich nie so wirklich enttäuscht hat. Gucken wir mal, was hier und heute passiert. Ja. Ja, Enttäuschung ist halt relativ, ne? Also bei ihrem Intelligenzwert erwarte ich natürlich, dass der Magieschaden durch die Decke geht. Und das tut er nur bedingt in letzter Zeit. Boah, ey, voll unser Kapselmonster weggeschnetzelt. Das ist ja furchtbar. Das ist einfach furchtbar. Vor allen Dingen Otto steht kurz vor seiner Auswechslung, kurz vor seiner verdienten Auszeit, ja. Und was passiert hier? Er wird einfach gnadenlos immer wieder zu Boden geschmissen. So. Die Frage ist jetzt trotzdem, ist es gut gewesen, dass ich jetzt hierher gekommen bin? Oder hätte ich erstmal die Treppe nach oben nehmen sollen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe auf eine schöne, fette, eindeutige Sackgasse, die diese Frage einfach automatisch beantwortet. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht kommen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh, ist das schon wieder so ein richtig krasses Rätsel, wo man einen Krug auf den Schalter stellen muss? Nee. Es scheint irgendwie komplexer zu sein. Moment. Doch, ich habe eine Idee. Natürlich, warte, der Gegner, der muss darauf. So sieht's mal aus. So, warte mal. Muss ich nur noch peilen, wie ich am besten laufe. Warte mal, ich kann mir den Krug eigentlich zu eigen machen, genau, indem ich hier so lang laufe. Ja. So, so muss das jetzt nur irgendwie bleiben und das tut's auch. Boah, ich habe das Rätsel kapiert. Ist das nicht der helle Wahnsinn? So, was tummelt sich hier für untotes Gesocks? Oh, das geht dann auch weiter runter. Ich will nicht den richtigen Weg ausgewählt haben, Mann. Jetzt haben diese Vampir-Mistkinder schon wieder Otto weggeschnetzelt, ey. Das gibt's doch nicht. Der verträgt aber auch wenig, oder? Hat einfach eine unfassbar schlechte Abwehr. Ich weiß es auch nicht. Hier haben wir jetzt wenigstens unsere Ruhe. Da ist das nämlich nur einer. Das wird doch wohl auch ein Otto wenigstens überleben, bitte. Ja, die machen einfach zu viel Damage. Und dadurch, dass er wahrscheinlich eher so ein rein magisches Wesen ist, wird er auch gegen physische Abwehr wahrscheinlich nicht allzu viel unternehmen können. Also gegen physische Angriffe viel eher. So, das war jetzt aber der einzige Weg, oder? Hier komme ich ja nicht zufällig auf die andere Seite, obwohl da eine Tür ist. Ist eine Tür. Muss mir das jetzt irgendwie zu denken geben? Ich hoffe einfach mal nicht. Aber vielleicht kommen wir jetzt über die Route dahin. Mal schauen. Okay, jetzt bin ich endgültig verwirrt. Was soll das? Wieso ist das so? Sollte ich jetzt doch nochmal nach oben und da auch wieder nach solchen Wänden gucken? Ich hasse dieses Element. Der Pfahl im ersten Stock hat sich nach oben bewegt. Der Pfahl im ersten Stock? Das erste Stockwerk war doch das, wo ich einen anderen Weg noch hatte und mich gefragt habe, ob das der richtige ist. Oder das bringt mich irgendwie zu so einer optionalen Kiste oder so, wo ich auch nichts gegen einzuwenden hätte. Hier kommen wir nach oben weiter. Das will ich jetzt erstmal nicht. Achso, dadurch, dass ich jetzt gerade runtergesprungen bin, komme ich gar nicht mehr zurück, ne? Ist ja auch nicht so geil. Lässt sich jetzt aber auch nicht mehr rückgängig machen. Insofern, diesmal hat Otto übrigens überlebt. Und wir haben hier einen scheinbar neuen Gegner und eine Infotafel da links. Das ist ja wieder an Spannung kaum zu überbieten hier. Der Unhold, wie er seine drei Fingerchen abspreizt. Okay, du wirst wahrscheinlich aus gutem Grund so genannt. Ich hoffe einfach mal, dass du zu uns lieb bist. Dann nehme ich es dir auch nicht böse, dass du uns direkt zum Empfang so grimmig anguckst. Das geht auch anders. Ja, du könntest uns auch ruhig ein Empfangssäckchen mitbringen oder so. Aber ich glaube, danach ist ihm gerade nicht. Hm. Na gut, dann halten wir einfach mal fest. Das ist der Unhold, der uns bisher noch nicht gezeigt hat, warum er so genannt wird. Okay, ich habe keine weiteren Fragen.
Das hast du relativ schnell beantwortet. Oh ja, und austeilen tun sie. Auch mehr als ordentlich. Ich glaube, ich kriege gerade etwas Schnappatmung. Ist jetzt auch mal gut hier. Bitte, danke. Okay. Okay. Ja, kann man mal machen. Ich verteste jetzt hier mal ein bisschen frostfähig. Ich werde jetzt Artia nicht heilen, obwohl sie das eigentlich bitter nötig hat. Aber das, der Warnschuss ist angekommen. Alles cool. Oder auch nicht. Ey, wie viel verträgt der? Wann ist der bitte tot? Das ist jetzt gerade nicht deren Ernst. Endlich. Endlich. Der zweite wird jetzt aber nicht auf Artia. Nicht auf Artia sehen. Dann ist jetzt auch nicht so viel besser. Jetzt heilt sich die kleine Pissnudel auch noch. Oh, Mann, ey. Okay, ich bleibe aber dabei, dass ich mit allen... Wobei, hier werde ich jetzt mal einen Donnerschlag einsetzen. Und hier, weißt du was, um MP zu sparen, gehen wir jetzt einfach auf Atlantis und gut ist. Und sie greift nochmal normal an. Sollte dann auch fast reichen, oder? Die Artea einfach mehr Schaden bei den Dingern macht als Guy. Das ist auch schon wieder sehr bezeichnend. So, gefährlich. Sehr gefährliches Vieh auf jeden Fall. Ich mache jetzt einmal den hier. Nee, warte, ich mache zweimal den hier. Genau, das sollte dann nämlich fürs Erste reichen. Wen oder was hat diese Mistmade hier bewacht? Moment, bevor ich jetzt hier irgendwas schieße. Achso. Wollte ich mich hier erstmal umgucken, aber viel mehr kann man nicht machen. So, reicht ein normaler Pfeil? Wir nehmen mal sicherheitshalber gleich einen Feuerpfeil. Ey, das ist so billig, ne? Dass es da diesen Hinweis gibt. Also ich finde, das hätte man dem Spieler auch ruhig selber zutrauen können. Okay, warte mal, wenn ich mich darüber... Obwohl, nee, dann bin ich gar nicht tot. Ich kann mich ja hier wieder sicher rüberziehen, ohne was befürchten zu müssen. Eine Kraftprobe. Klingt jetzt nicht so spektakulär. Aber was heißt das schon? In einem Spiel wie diesem. So, wer kann das Ding denn überhaupt tragen? Wo ist die denn? Ach, hier ganz oben, okay. Kraftrobe. Ah, guck mal hier. Eine Robe, die deine Stärke erhöht. Also ich sehe da eher eine Abwehrerhöhung, aber okay. Die KP werden vollkommen aufgefüllt. Jo, können wir mal machen. Warte mal, hier haben wir einen Plus von 20. Hier haben wir einen Plus von weniger, aber dafür kein Malus. Das ist schwer. KP werden vollkommen aufgefüllt. Ich glaube, ich werde das mal Selan geben. Einfach so ein Bauchgefühlsthema. Hier könnte man überlegen, aber ich glaube, das wäre ein Rückschritt für sie. Nee, ist schon ganz so gut so, wenn wir mit den Equipment-Sachen so weitermachen. Ey, vor dir habe ich jetzt Angst, Kumpel. Du hinterlässt aber wenigstens gute Erfahrungspunkte. Was mache ich denn mit dem? Die wären es mir sogar wert, jetzt hier ein bisschen in meiner Zornkiste rumzugrapschen. Das mache ich jetzt mit Guy auf jeden Fall auch. Ich werde jetzt hier nochmal Phönix probieren. Ich will mit irgendeinem Zauber so gerne auf über 200 kommen. Das ist mein einziger Wunsch in diesem Kampf. Und dass ihr Otto in Ruhe lasst. Nehmt eure dreckigen drei Finger weg von Otto. Der gehört zu uns und der muss auch mal überleben. Ich weiß gar nicht, was Heilakku macht. Also, Heilakku heilt auch nicht, wenn Leute nicht volle Energie haben. Das habe ich vorhin bei irgendeinem Kampf gesehen, den ich rausgeschnitten habe. Warum? Ihr seid solche Pissnäcken. Ernsthaft. Ausgerechnet ihn. Bei jedem anderen wäre es völlig okay gewesen, aber ausgerechnet ihn. Ich check's nicht. So, Guy wird jetzt wieder die größte Enttäuschung des Jahrtausends sein. Ja, aber er nähert sich an den dreistelligen Bereich an. Ich glaube, das war in der letzten, im letzten Kampf etwas kläglicher. Boah, also die Gegner werde ich ja mal so gar nicht vermissen. Ey, guck mal, selbst mit ihrem Standardangriff hauen die dermaßen rein. Die können auf jeden Fall was. Finde ich gut, dass das jetzt hier nicht so zum Kindergeburtstag ausartet, nachdem wir gutes Equipment und alles eingekauft haben. Das mahnt auf jeden Fall zur Obacht. So, ich weiß immer noch nicht, ob wir hier richtig oder falsch sind. Ich muss ja leider sagen, Otto nervt so ein bisschen, ne? Weil er setzt ständig Heilakku ein und ständig bringt das irgendwie nichts. Keine Ahnung, ich glaube, Heilakku heilt irgendwie Zustandsveränderungen oder so. Bin mir nicht so ganz sicher. Nicht schon wieder der. Warum ausgerechnet dieser Gegner?
Ich hasse den so, so sehr. Vielleicht ist das auch die Antwort auf meine Frage. Und das Spiel weiß, was ich nicht bekämpfen möchte, aber ich werde mich dem trotzdem nochmal stellen. Das hat jetzt dank Atlantis auch ganz gut funktioniert. Maxim hat gerade ernsthaft über 700 Schaden damit gemacht. Also ist echt abartig, was... Also wie empfindlich die dagegen sind. Ich wollte gerade sagen, was diese Technik so kann, aber das steht und fällt wahrscheinlich mit dem Gegner. Wenn die Flamme erlischt, sie die Stacheln vor dem Warp zerbricht. Aha. Und dieser Warp, der bringt mich jetzt hoffentlich nicht ans Ende des Dungeons. Ansonsten muss ich mir unbedingt merken, dass wir... So, oh, ist das simpel, ne? Ich dachte, da kommt jetzt hier weiß Gott was für ein Rätsel, aber hey. Ist okay, immerhin wieder ein bisschen was Neues. Hä? Moment, ich weiß, wo ich bin. Das ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Jetzt mal ohne Witz, für meine ganze Orientierung ist das das Beste, was mir passieren konnte. Das heißt, ich habe jetzt... eigentlich wieder genau die richtige Reihenfolge gewählt. Kann das sein? Wie ich die Orte hier aufsuchen wollte? Also die Ecken absuchen wollte? Keine Ahnung. Das stimmt mich gerade sehr milde. Das freut mich. Sehr cool. Kann ich jetzt hier nämlich, wenn ich das noch zusammenkriege, einmal wegschieben? Ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt an den ganzen Gegnern hier vorbeilaufe. Und das sind nicht wenige. Und das geht mir natürlich alles als Training verloren. Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende des Dungeons, ne? Also eventuell werde ich nochmal kurz zurückgehen und mal gucken, dass ich zumindest Otto noch auf 35 bekomme, damit wir, falls wir einem möglichen Boss hier über den Weg laufen sollten, das dann mit einem anderen Kapselmonster auch machen können. Wobei mir durchaus bewusst ist, dass Otto wahrscheinlich nicht die schlechteste Wahl ist, so als Heiler-Monsterchen. Aber der verträgt halt auch nicht viel und ich habe halt mehr die... Oder die offensiven Viecher habe ich halt ein bisschen lieber. Hier waren wir, hier haben wir den Schlüssel geholt. Warte mal, gab es hier irgendeine Wand, die man wegballern konnte? Nö. Ich habe das Gefühl, dass in diesen Kellergewölben... Dungeons irgendwie immer am meisten wegzubomben ist. Wahrscheinlich, weil ich noch so ein bisschen drauf konditioniert bin, dass wir die Bombe damals auch in so einem Kellergebiet bekommen haben. So, warte mal, ich glaube... Nee, warte mal, wenn ich jetzt mit Sog arbeite, dann sollen die lieber alle den gleichen erstmal attackieren. Ich würde jetzt ja eigentlich auch Nodderbar einsetzen, wenn es drei wären, aber bei zwei scheint mir das ein bisschen... verschwendet zu sein. Jawohl! Das lohnt sich auf jeden Fall. Heilenergie ist gut, wenn wir denn Heilung benötigen. Ja, ansonsten darfst du gerne auch mal wieder Blitze regnen lassen, Otto. Ist nicht so, dass wir das bei diesem Kampf hier nicht gerade gebrauchen könnten. Das hier kennen wir von irgendeinem anderen Gegner. Nee. Nee. Wie viele Zornpunkte hatte der? Ich glaube, das waren nicht allzu viele. Ich bin trotzdem entsetzt. Ich bin richtig entsetzt. Okay, nee, warte mal. Sie kommt als erstes ran, also macht sie... Was war denn das nochmal? Valor? Ich glaube, ja. Wir zaubern das jetzt einmal. Oh, ist das bitter, ne? Gut, dass ich in den Kämpfen davor hier und da mal meine Zornattacken eingesetzt habe. Sonst hätte ich das jetzt hier bitterböse bereut. Oh, mit 2000, ja... Kann man mal machen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Wiederbelebungszauber. Höchstwahrscheinlich der beste im Spiel. Aber okay, vor dem muss ich jetzt Angst haben. Ich fand ja eigentlich bisher ganz cool. Aber ich finde ja irgendwie in Videospielen alles cool, was irgendwie Sensen hat, ne? Ist halt eine meiner Lieblingswaffen. So quer über das ganze Videospiel-Universum. Und Otto hat die 35 geknackt. Glückwunsch, Herr Otto. So, es war ein Vergnügen, aber manchmal auch eine Pein. Aber du hast auf jeden Fall dein Bestes gegeben. So, dann werden wir jetzt mit dem aufgepimpten Heinz ein bisschen spielen. Clownschlag, Blubber und Rutenschlag. Mal gucken, was er uns davon alles zeigen wird. Wir wollen es alles sehen. Oder habe ich mit dem schon mal gespielt und weiß, wie das aussieht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Warte mal, dieser Warp da oben, auf dem der Gegner jetzt gerade steht... Ja, inaktiv. Ich
behaupte mal, dass ich da jetzt nichts großartig machen kann. Diese Wände, die man hier teilweise durchlaufen kann, die machen mir so ein bisschen Kummer. So, aber jetzt können wir uns wieder um die Gegner hier kümmern und auch wieder ein bisschen leveln. Das ist doch auch schon mal viel wert. Und die Schlüsseltür haben wir auch alle gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob das so ein Indikator dafür ist, dass wir gleich am Ende sind. Wobei, ich komme hier noch nicht durch. Könnte also noch ein bisschen dauern. Was ist das da? Wie kommt man denn da rein? Jetzt ärgert mich hier aber nicht wieder mit irgendwelchen Wänden, die hier geheim sind. Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Und zwar in jedem Spiel. Heinz hat übrigens noch keine von seinen Spezialtechniken zum Einsatz gebracht. Also ihr habt da nichts verpasst. Ich hole euch ansonsten umgehend mit rein. Wir wollen ja nicht, dass irgendwem hier dieses Spektakel jemals entgeht. Da bin ich gerade fast ein bisschen zu schnell gelaufen. Jetzt muss ich nur aufpassen, wen ich gleich angreife. Das sind solche Pissnelken, diese Gegner. Aber wie ich auch jedes Mal auf die hereinfalle, ne? Also irgendwie nach dem x-ten Mal sollte ich auch mal checken, weil die weichen mir aus. Ich gehe dann einen Schritt weiter geradeaus und die drehen sich dann im letzten Moment um und generieren diese Überraschungsangriffe. Das ist echt frustrierend. So, ganz links haben wir wieder einen Samurai. Ich glaube, Donner war hier ganz gut. Könnte ich drüber nachdenken, aber seine Dingsleiste ist mir noch nicht voll genug. Deswegen nehme ich jetzt erstmal das hier. Ich lasse den Kampf jetzt auch drin, weil ich glaube, den haben wir bisher nur einmal hier zusammen bestritten, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es ist halt nicht der allerspektakulärste Kampf, aber der Vollständigkeit halber. Jetzt geht's los. Das ist jetzt aber ein schwacher, oder? Das ist jetzt auch so ein Chaoskrieger. Oh, warum geht ihr denn alle auf den? Das gibt's doch nicht. Heinz ist wieder der einzig Kluge hier in diesem Gespann. So, aber kann es sein, dass Atea schon so ein bisschen gut ist, weil die ist levelmäßig echt immer noch ziemlich weit hinter den anderen. Aber ich finde, die teilt schon echt ordentlich aus. Und das sowohl mit Zaubern als auch physisch. Also ich bin von ihrer Performance bisher sehr angetan. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Kampfvorteil für uns natürlich nicht. Ich musste den Kampf jetzt hier wieder aus schierer Panik heraus. Oh, 43 Pünktchen braucht der Heinz noch. Muss ich jetzt mal mit Nodaba besiegeln. Das wäre mir sonst zu heikel gewesen. Ich habe keinen Bock, dass der wieder meine Leute anfängt abzumurksen, der Gegner hier. Was wird denn das hier werden, wenn es fertig ist? Wenn ich hier alles kaputt mache, dann kracht auch der ganze Tempel in sich zusammen. Okay, warte mal. Die Texturen im Hintergrund sind unterschiedlich. Was soll mir das sagen? Ach, hier geht's gar nicht weiter. Hier geht es gar nicht weiter. Ich mache jetzt trotzdem erstmal alles kaputt. Ey, warte mal. Wir haben im Keller irgendeinen Pfahl ausgefahren, der in Stockwerk 1... Warte, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Wir müssten uns jetzt eigentlich hier irgendwo rüberziehen können. Ich glaube, hier begann Stockwerk 1. Da war ich aber bisher noch nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Da fiel es mir gerade wie Schuppen von den Augen. Gut, dass ich das noch irgendwie auf dem Schirm hatte. Ich hoffe, es kommt nämlich gleich irgendwas, was das so ein bisschen erklärt. Heilpanzer. Heilpanzer schauen wir uns gleich an. Klingt, als könnte der gut was für unsere Defensive tun. Oh ja, eine magische Rüstung, die den Träger wiederbeleben kann. Füllt die KP vollständig auf, Jungbrunnen. Ja, Zahlen sprechen auf jeden Fall für sich. Maxim kann es auch dringender gebrauchen als Guy aktuell. Deswegen wird er das Ding auch bekommen. Ist, denke ich mal, nur folgerichtig, das so zu handeln. So, dann gucken wir, wo wir jetzt hier hinkommen. Es muss ja irgendwie der richtige Weg sein. Ist das schon wieder eine Tür mit Sch... Ach nee! Ich bin jetzt genau dort, wo ich hin wollte. Das ist nämlich die Tür, wo wir vorhin auf der anderen Seite standen. Ich erinnere mich dunkel. So, ich nutze jetzt mal die Gunst der Stunde, um das hier zu tun. Und hoffe, dass die verbleibenden drei Leute schaffen, das Vieh aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, das sollte hinhauen. Ich hoffe nur, dass wir zuerst an der Reihe sind und der ganz zum Schluss kommt. Guy hat ja so wenig Damage nur bei dem gemacht. Aber es reicht trotzdem. Oh, guck mal!
Die Premiere von Bluba hat jetzt zwar nicht so mit dem Mega-Damage seinen Einstand gefeiert, aber hey, der Wille zählt. Er hat uns... Oh nein. Oh nein, ich kann gar nicht hingucken. Okay, wir haben es alle überlebt. Ich möchte vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was das für einen Effekt hat. Das hat bestimmt nichts mit Insta-Death zu tun oder so. Nein, das ist bestimmt nur Konfusion und Schlaf zusammen. Ja, genau das wird sein. So, Glückwunsch, Heinz. Dein Mut steigt auf jeden Fall, finde ich gut. Mut finde ich immer gut. So, und jetzt habe ich aber Angst. Jetzt hätte ich gerne Bodenplatten. Lässt sich das irgendwie einrichten? Also Treppen sind schon mal... Keine Bodenplatten. Ich habe diesen Pfahl nicht gefunden, der angeblich ausgefahren sein soll. Hat das was mit der Leiter da hinten zu tun? Was ist das hier? Achso. Okay. War das jetzt gut, dass ich darauf getreten bin? Keine Ahnung. Da kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Wo soll der sein? Also gut, auf der Etage sowieso nicht, aber... Ach guck mal, jetzt bin ich auch wieder im ersten Stock. Es muss irgendwo hier sein und ich werde dich finden, so wahr ich hier stehe und mit maximaler Glorie dieses Spiel let's playe. Alter Vater, diese Gegner-Kombi macht mir hart Angst und wir wissen alle warum. Wir wissen alle warum. Geht Feuerhauch auf alle? Ja. Soll ich das einfach mal nehmen? Bevor sie eh gleich verreckt, weil sie irgendwer hier... Niederringen wird, aber Nodaba wird es wieder regeln. Nodaba macht bei jedem Gegner aus dieser Kategorie über 200 Schaden. Ich glaube, das ist jetzt hier schon so gut wie gelaufen, der Kampf. Das ist so geil. Hätte nie gedacht, dass der Kampf irgendwann mal so ein Potenzial mitbringt, aber here we go. So, reicht das jetzt? Nein. Ja, jetzt verteilen die ihre Angriffe wieder, aber ist nicht so schlimm. Solange der nicht seinen Schattenscheiß hier wieder macht, danke. Damit kann ich leben. Das ist okay. Hauptsache, wir können ja alle lebend aus dem Kampf auch wieder raus. So, und ich habe schon wieder fast 1 Million angehäuft. Was ist das denn? Was soll das denn werden, wenn es mal fertig ist? Achso, warte mal, das Ding habe ich ja gerade. Hä? Muss ich hier irgendwas wegspringen? Erzähl mal. Ja, sieht so aus. Und was ist jetzt hier los? Hier muss ich wahrscheinlich jetzt... auch irgendwas wegspringen? Jo, könnte man so sagen. Habe ich hier noch andere Wege? Sagen wir alle einmal ganz laut nein. Und dann bin ich wieder hier. Na gut, von mir aus auch das. Den Gegner kennen wir schon. Der ist unspektakulär. Wenn auch nicht ganz ungefährlich. Vor allen Dingen, wenn du die im Dreiergespann vor der Nase hast. Aber geht schon. Also ich hatte keine, zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Probleme. Sonst hättet ihr das mitbekommen. So, lass mich raten, dieser Warp. Ernsthaft? Und ich komme jetzt nicht wieder zurück, oder wie? Okay, was genau habe ich jetzt falsch gemacht? Okay, ja, jetzt wird's interessant. Jetzt, wo der Part sich so ganz langsam seinem Ende zuneigt, stelle ich fest, dass ich nicht weiß, was hier abgeht. Wie zur Hölle komme ich da in diesen mittleren Raum? Ich würde so abkotzen, wenn die Lösung darin besteht, wieder durch irgendeine geheime Wand oder sowas zu laufen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Sehe ich auch gar nicht ein. Wird die Entwickler wahrscheinlich wenig jucken, aber ich wollte es trotzdem mal gesagt haben. So, komme ich hier vielleicht irgendwo weiter? Nö. Hä, was habe ich denn gerade übersehen? Also ich muss scheinbar... eine Möglichkeit finden, diese Leiter vollständig auszufahren. Aber wie soll das gehen? Warte mal, habe ich hier schon mal eine Bombe versucht hinzupacken? Ich glaube nicht, dass das was nützt, aber man kann ja mal gucken. Sieht nicht so aus. Oh, wisst ihr was? Ich wette, hier unten wird irgendwie... Irgendwo wird so eine geheime Wand sein, die dann am Ende nicht optional ist, sondern die einfach so die Lösung darstellt. Und ich würde das so, so kacke finden. Hoffen wir einfach, dass dem nicht so ist. So, kannst du dich mal bitte vom Fleck bewegen? Dankeschön. So, okay, warte. Das würde ich jetzt gerne noch ergründen, weil auf Rumrätseln, wo es beim nächsten Mal weitergeht, habe ich ehrlich gesagt nur bedingt Bock.
So, ich meine, ich weiß ja jetzt, dass mich dieser Warp wieder zurückbringt und dass ich davon eigentlich nicht viel habe. Ich habe, seit ich diese Ecke hier betreten habe, aber auch nichts an Schaltern oder so betätigt oder an Items gefunden, die mich anderswo weiterbringen könnten. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, was mir dieser Weg hier bringen soll. Da ist auf jeden Fall, ups, so ein Loch. Und den Gegner, den bremse ich jetzt erstmal aus. So, ich könnte jetzt noch probieren. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber hier nochmal eine Bombe hinzulegen. Ich darf von irgendwas, das ist nicht der Fall. Okay. Irgendwas reinschieben kann ich so gesehen auch nicht. Aber gut, warum sollte ich das auch tun wollen? Weil hier an der Stelle kannst du ja eh nicht viel reißen. So. Hat. Nein! Oh, ich bin manchmal so ein Depp, ey. Hat vielleicht das Thema mit diesen leuchtenden Fackeln da unten irgendeine Relevanz. Aber ich kann das Ding ja nicht steuern, wenn ich auf dem draufstehe. Insofern glaube ich das nicht. So, was habe ich hier für Möglichkeiten? Ich sehe es. Oh, ich bin so blöde. Ich bin nicht nur blöde, ich bin auch noch blind. So, aber immerhin. Ich habe mich ja vorhin hier auch nicht so wirklich genau umgeguckt. Also, es sei mir doch bitte verziehen. Und darüber komme ich jetzt dann in diesen Raum, wo ich vorhin am Rand stand und mich gefragt habe, wie ich da hinkomme, ne? Direkt zur nächsten Treppe, genau. Obwohl, warte. Warte, wir wollen ja gründlich sein. Nicht, dass es hier vielleicht irgendwas gibt. Ey, ich finde das gar nicht so abwegig. Ich hätte da als Entwickler vielleicht noch einen Weg reingebaut. Jetzt habe ich die falsche Treppe erwischt, sorry. So, wo bin ich jetzt? Doch nicht etwa im Bossraum? Bossi-Boss? Wo geht's hier weiter? Ich meine, da hinten Risse erkannt zu haben, aber hier haben wir auch Risse. Moment. Risse, soweit das Auge reicht. Hier geht ja gerade richtig die Post ab. Hier ist aber auch was. Ich finde, das konnte man relativ einfach übersehen. Das wird bestimmt der falsche Weg sein, oder? Das ist bitte den falschen Weg sein. Lass es bitte. Ich kann kein Deutsch mehr. Ja, doch, lass es. Sind da oben schon wieder Risse gewesen? Nicht, dass ich in den Vorräumen jetzt auch irgendwas übersehen habe, aber wir werden wahrscheinlich die ganzen Treppen gleich eh nochmal zurücklaufen können. Wie krass ist das bitte? Glanzrüstung. Das klingt verheißungsvoll. Das klingt nach einer typischen Mädchenrüstung. Oder ist hier einfach nur. Ja, okay, das ist so eine Rüstung, die einfach nur glänzt vor lauter Ritterlichkeit. Obwohl, nee, die kann jeder tragen. Das ist ja spannend. Rüstung, die glänzt und funkelt. Ja, das haben wir uns schon gedacht. Gibt allen Kämpfern 50% der maximalen KP des Anwenders wieder. Okay. So, warte mal. Wir hatten jetzt die geringste Abwehr hier eigentlich. 382. Eigentlich Artea. Aber eigentlich ist auch wichtig, dass die vordere Linie die meiste oder die beste Defense hat. Oh, es ist schwer. Warte mal, hier bekommen wir plus 10, hier bekommen wir plus 30. Okay. Plus 20 ist auch nicht ohne. Oh, das wäre jetzt aber echt blöde, wenn ich das nicht Artea geben würde. Ey, komm, erfreu dich dran. In meinem Team sind alle gleichwertig. Da darf jeder mal einen Ausrüstungsvorteil haben. Kampfvorteil haben. Das von mir aus auch, aber das kann ich nur bedingt beeinflussen. So. Eigentlich wollte ich jetzt. Ach, guck mal, genau. Perfekt. Ich wollte nämlich den Part jetzt langsam mal beenden. Ich weiß, das ist das, was ihr wahrscheinlich am wenigsten gerne hören wollt. Und ich eigentlich auch. Das ist nicht mein Lieblingssatz. Ein mysteriöses Juwel, das eine böse Kraft in sich band. Fokus. Mit Fokus habe ich ja so meine Erfahrung. Du, aber sag mal, ey, der Angriffswert ist schon ein bisschen abartig, ne? Wie der ansteigt. Über 100. Und ich finde das, was runtergeht, jetzt gar nicht so dramatisch. Hier haben wir glatt 100. Ah, das ist das hier nochmal. Ne, aber Intelligenz einbußen bei ihr auf gar keinen Fall. Weißt du was? Sie bekommt jetzt das. Jetzt werde ich es nie wieder los, ne?
Ja, okay, das hätte ich anhand des Textes irgendwie feststellen können. Okay, du bist jetzt auf ewig verflucht, Atea. Ich hoffe, dir ist jetzt keine Zustandsveränderung im Kampf oder so. Ah, das war blöd, ne? Das war blöd. Aber ich... nee, das war... Keine Ahnung. Ich meine, die Stats sind gar nicht so schlecht. Die ist jetzt halt irgendwie voll die offensive Rampensau. Das, vielleicht ist das gut, ich weiß es nicht. Ich hätte es ja wahrscheinlich nicht geben sollen. Egal, ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt an dieser wundervollen Ecke mit diesem wundervollen Gegner, der nicht zu uns kommt, weil unsichtbare Wand und so, die ich gerade total feiere und nützlich finde, werde ich jetzt hier den Part beenden. Wir werden beim nächsten Mal uns genau hier wiedersehen, hoffentlich zum letzten Endboss stürmen, insofern es denn einen gibt. Diesen Ort abschließen und unsere Reise, unser Abenteuer fortsetzen. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!